Herzlich willkommen zu den Nachrichten hier bei uns auf Güstrow TV. Die Gemeinde Bennett ruft am 12. April zum Frühjahrsputz auf. Treffpunkt ist ab 15 Uhr der Dorfladen. Gemeinsam geht es an die Verschönerung des Dorfbildes, Pflanzarbeiten, Reinigungs- und Streicharbeiten. Alle Helfer sind gebeten, ihre eigenen Arbeitsgeräte mitzubringen. Gegen 19 Uhr lassen alle in gemütlicher Runde bei einem kleinen Imbiss an der Feuerschale den Einsatz ausklingen. Wenn alle anpacken, dann geht es ganz fix. So lautete bei vielen das Motto beim diesjährigen Frühjahrsputz. Die Stadt Bützow und ortsansässige Vereine riefen die Bürgerinnen und Bürger zum gemeinsamen Frühjahrsputz auf. Das schöne Wetter und das frohe Schaffen ließen die Stadt regelrecht aufblühen. Ja, wir haben als Stadt heute zum traditionellen Frühjahrsputz eingeladen. Wir haben über 100 Leute hier in Bützow im Einsatz gehabt, in über 14 Quartieren. Und im Anschluss laden wir immer zum gemeinsamen Mittagessen ein. Der Bürgermeister grillt eine Bratwurst und alle können sich noch einmal stärken nach dem Arbeitseinsatz. Wir freuen uns, dass wieder so viele Leute dabei waren. Ausgestattet mit Greifern, Müllsäcken und viel Motivation ging es in die unterschiedlichsten Quartiere. Leere Flaschen und Plastikmüll standen ganz oben auf der Liste. Auch die Kleinen hatten Freude dabei, die Stadt von Müll zu befreien. Der Bauhof war mit einem Transporter vor Ort und das Team half dabei, die vollgepackten Säcke zu entsorgen. Die Kinder und Erwachsenen hatten alle Hände voll zu tun, die Wege und Wiesen zu reinigen. Der Bützower Kanuclub war an diesem Tag mit mehreren Booten auf dem Wasser unterwegs und unterstützte bei dieser Aktion. Die Vorsitzende Katja Hosmann verriet, wie die Gewässerreinigung ablief. Wir sind jetzt hier an der Schleuse am Hafen. Wir sind vom Kanuclub Bützow und haben heute unseren traditionellen Saisonstart. Wir paddeln also an und verbinden das gleichzeitig mit einer Gewässerreinigung. Das machen wir jedes Jahr. Wir räumen also die Warnow und den Bützower See von sämtlichen Müll. Wir sind hier heute am Bützower See gestartet und sind dann über die Löchnitz auf die Warnow gefahren und haben dann zunächst mal im Schilf nach Flaschen, Plastikmüll und allen möglichen Unrat gesucht und haben das in die Boote geladen. Und jetzt haben wir hier einen Zwischenstopp auf der Schleuse. Hier werden wir jetzt unterstützt vom Bauhof, weil jetzt gleichzeitig ja heute in der Stadt auch ein Frühjahrsputz anberaumt ist von der Stadt. Dazu wurde ja im Allgemeinen aufgerufen und wir als Verein haben uns dann praktisch bereit erklärt, unseren Beitrag zu leisten, indem wir die ganze Sache vom Wasser angehen. Und wir werden jetzt hier einmal unseren ganzen Unrat, den wir schon gesammelt haben, hier platzieren und lassen, damit wir die Boote wieder leer haben und dann weiterfahren können über das Ausfallwasser wieder in den See hinein und werden dort dann der Warnow entlang nochmal alles, was wir jetzt noch wieder finden, wieder in die Boote laden, sodass wir dann praktisch mit vollgefüllten Booten wieder am See landen und dann unseren Beitrag eigentlich geleistet haben heute. Es war erschreckend zu sehen, wie viele leere Glasflaschen sich am und im Wasser befanden. Anschließend wurden alle fleißigen Helferinnen und Helfer zum verdienten Bratwurstessen auf dem Marktplatz eingeladen. Der Bürgermeister Christian Grüschow nahm sich die Zeit, um den Frühjahrsputz in Bützow mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ausklingen zu lassen. Die Aktion ist zur Tradition geworden und zeigt, wie wichtig es ist, die Stadt und die Umgebung sauber zu halten. Das Schuljahr 2024/25 beginnt bald und viele Eltern von Viertklässlern überlegen, welche weiterführende Schule ihr Kind besuchen soll. Die Käthe-Kollwitz-Schule lädt daher am Samstag, dem 13. April, von 10 bis 12 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein. Interessierte Eltern aller Klassenstufen können mehr über die Schule, ihre pädagogischen Konzepte und das Schulleben erfahren. Es wird auch ein kleines Bühnenprogramm von Schülerinnen und Schülern präsentiert. Der Tag der erneuerbaren Energien in Mecklenburg-Vorpommern findet bereits zum 9. Mal am 27. April unter dem Motto »Ganz klar erneuerbar« statt. Unternehmen und Initiativen im Bereich der erneuerbaren Energien, Wasserstoff und Elektromobilität sind eingeladen, sich zu präsentieren. Der Energietag MV fördert regionale Wertschöpfung und macht die Energiewende erlebbar. Weitere Informationen gibt es unter www.energietag-mv.de sowie auf Social Media. Hier geht es weiter mit den Kulturnews. We'll be right back.
Willkommen zu den Kulturnews. Schatzsucher, aufgepasst! Am 28. April ist wieder Bürgerflohmarkt auf dem Pferdemarkt in Bützow. Von 10 bis 17 Uhr entdecken Sie verborgene Schätze, stöbern Sie nach Schnäppchen und erleben Sie einen gemütlichen Tag voller Vielfalt und Begegnung. Wer selber etwas verkaufen möchte, der kann sich beim Pferdemarktquartier anmelden. Mit faszinierenden Bildern, tollen Eindrücken und spannenden Geschichten weckte die Fotografin Carla Knüppel das Interesse des Publikums an ihrem Reisebericht. Im Jahr 1996, während ihrer ersten Reise nach Skandinavien, wurden Carla und Robert Knüppel schwer vom Bacillus norvegensis infiziert. Seitdem verbringt das Ehepaar aus Güstrow fast jedes Jahr in den Sommermonaten Zeit in diesem faszinierenden Land, meist mit ihrem Camper. Also Campingurlaub an sich haben wir schon zu tiefsten DDR-Zeiten gemacht. Aber als wir dann natürlich auch andere Staaten bereisen konnten nach der Wende, waren wir ganz einfach neugierig eben auf Schweden. Dort ging es los und 1996 das erste Mal in Norwegen und da war es passiert. Da waren wir infiziert und konnten nicht mehr loslassen, weil eigentlich diese spektakuläre Landschaft tatsächlich uns dermaßen fasziniert hat, sodass wir nun inzwischen fast jedes Jahr dort Urlaub gemacht haben. Carla Knüppel, eine leidenschaftliche Amateurfotografin und seit über einem Jahr Schatzmeisterin im Fotoclub Nordlicht in Bützow sowie langjähriges Mitglied im Klosterverein Rühn, hat stets ihre Spiegelreflexkamera im Reisegepäck. Ist meine Leidenschaft ganz eindeutig bei der Fotografie an sich. Und von Herrn Ehlers wurde ich angesprochen, ob ich denn zu zahlreichen Fotos, die ich halt habe aus Norwegen, eine Präsentation im Kulturpunkt machen könnte. Weil im Kulturpunkt eben Künstler oder Menschen, die irgendein interessantes Hobby haben, sich gelegentlich da präsentieren können. Und dadurch, dass wir sehr gerne nach Norwegen reisen im Urlaub und ich eben sehr viele Fotos habe, ja, habe ich zugesagt und mir eben dieses Thema ganz speziell rausgesucht, weil an diesem Abschnitt oder auf diesem Abschnitt möglicherweise nicht jeder unterwegs ist oder unterwegs gewesen war und das vielleicht auch vom Namen her kennt. Auf mittlerweile 25 Reisen entstanden hunderte von traumhaften Fotos, die nun der breiten Öffentlichkeit präsentiert wurden. In mühevoller Kleinarbeit hat sie einen Reisebericht mit dem Titel Norwegens wunderschöner Jystriksveien erstellt. Das Interesse an diesem Abend war groß und im Dormitorium des Klosters kaum ein Platz frei. Carla Knüppel freut sich, dass sie mit ihrer Leidenschaft andere Menschen anstecken kann. Ja, wahrscheinlich habe ich irgendwelche Gene im Blut. Mein Vater hat früher schon fotografiert und auch in der Dunkelkammer im Freizeitbereich gearbeitet und ja, während der Schulzeit habe ich geknipst, Klassenfahrten, Fotos, Familienfeiern und so weiter. Und die tatsächliche Liebe zur Fotografie ist wirklich in Norwegen entstanden aufgrund dieser spektakulären Landschaft, sodass ich erst still vor mich hin fotografiert habe und dann ergab sich das später über einen Fotokurs in der Volkshochschule in Güstrow, dass ich dann letztendlich 2007 Mitglied im Fotoclub Nordlicht Bützow e.V. wurde. Und ja, wie schon gesagt, also besonders die Landschaftsfotografie eben. Es war keine leichte Aufgabe, die schönsten und aussagekräftigsten Fotos aus ihrem umfangreichen Fundus auszuwählen. Dennoch ist es ihr gelungen, einen wunderschönen, von Musik umrahmten Reisebericht zu erstellen, der bei vielen Besuchern Interesse wecken und Fernweh auslösen konnte. In der Anmutbar erwartet sie am Samstag, dem 13. April, eine Mischung aus feinster Poesie, frechen Texten, Comedy und Kabarett. Einfach Poetry Slam. Jeder Teilnehmer hat 7 Minuten Zeit, um sein Können zu zeigen und das Publikum zu begeistern. Gleichzeitig können auch die Zuschauer kreativ werden und sich der Welt der Poesie einmal zuwenden. Lassen Sie sich überraschen und freuen Sie sich auf einen schönen Abend. Wer sich anmelden möchte, meldet sich bitte gerne direkt bei der Anmutbar. Los geht es um 19 Uhr.
Am 20. April holt das Studio 2 ein Stück Neuseeland nach Güstrow. Die Band South for Winter mit neuseeländischen und amerikanischen Wurzeln tourt mit ihrem neuen Album durch Europa und macht Halt in der Balachstadt. Freuen Sie sich auf Folkmusik mit zarten Harmonien und komplexen Gitarrensounds. Kulinarisch umrahmt wird das Event durch Leo Höglinger vom Weinhaus im Hof, der eine exklusive Auswahl neuseeländischer Weine anbietet, und dem Koch Matthias Heberling aus dem Schnickschnack, der kleine Leckereien aus dem Land der Kiwis zaubert. Karten gibt es im Bürgerbüro Bützow, in der Güstrow-Information, im Schnickschnack oder online auf www.dasstudio2.de. Willkommen beim Sport. Haben Sie schon etwas von Hobbyhorsing gehört? Falls nicht, dann erinnern Sie sich einmal zurück, wie Sie in Kindertagen mit einem Stockpferd Reiten gespielt haben. Das geht jetzt auch beim Reitverein in Güstrow. Zum Hobby Horse Club waren am vergangenen Mittwochnachmittag einige Interessierte gekommen. Dieses Angebot ist neu beim Reitverein Güstrow. Wenn sich einige Kinder dafür finden, dann möchte Kerstin Gerke regelmäßig einmal in der Woche mit ihnen trainieren und aktiv sein. Was genau dahinter steckt, erklärt die Stallmeisterin selbst. Also wir möchten eigentlich den Kindern zeigen, dass man auch außerhalb vom Kinderzimmer Sport treiben kann und gleichzeitig die Kreativität und Fingerfertigkeit auch fördern, eben halt also indem wir Pferde auch selber basteln oder indem sie Sport machen, über Hindernisse reiten oder auch Dressuraufgaben lernen, um ihnen so ein bisschen das Sportgerät Pferd näher zu bringen dann eben halt. Aber eben halt mit dem Stockpferd, so wie früher unsere Eltern und Großeltern eben halt das gemacht haben. Am Schnuppertag konnten die Kinder das meiste davon schon mal testen. Also im Dressurviereck wurde mit Stockpferden das Traben ebenso ausprobiert wie das Galoppieren. Bei Wind und Wetter werden die Kinder diese Übungen einmal in der Woche noch weiter verbessern und trainieren. Wer daran Interesse hat, der kann sich bei Kerstin Gerke unter der eingeblendeten Telefonnummer melden. Sie selbst ist erst kürzlich auf diese besondere Sparte gestoßen. Ich habe das mal im Internet gesehen, auf einer YouTube-Seite, muss ich sagen. Die Finnen hatten das so ein bisschen in die Gänge gebracht oder von daher stammt das. Und das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Und da ich letztes Jahr meinen Trainerschein gemacht habe, habe ich das gleichzeitig als Referat genommen und das ausgearbeitet. Und jetzt möchte ich das gerne bei uns im Verein umsetzen, um eben halt noch mehr Kinder und Nachwuchs zu fördern. Mit den Kindern schaute Kerstin Gerke auch beim Voltigieren im Verein vorbei. Hier gibt es übrigens noch freie Kapazitäten. Hierbei wird auf dem Rücken eines Pferdes geturnt. Auch für diese Sportart können sich Interessierte beim Güstrower Reitverein melden. Ob beim Hobbyhorsing oder beim Voltigieren, Bewegung ist für jeden gut. Am Samstag, dem 13. April, lädt die erste Männermannschaft des GSC 09 Abteilung Fußball zum Heimspiel gegen den FC Schönberg ein. Die Hinrunde im Oktober konnten die Güstrower für sich entscheiden und so soll es auch am Wochenende sein. Anpfiff ist um 14 Uhr. Bis zum Schluss haben es die Herren vom GHV spannend gemacht, ob es für sie eine Runde weiter im Pokal gehen wird. Für die Herren vom Güstrower Handballverein stand am 6. April ein wichtiges Spiel vor heimischem Publikum auf dem Programm. In der dritten Pokalrunde trat die TSG Wismar gegen die Güstrower aufs Feld, um sich das Ticket in die nächste Runde zu sichern. Das Spiel war von der ersten Minute an spannend, die TSG zeigte sich stark in der Abwehr und nutzte jede Lücke nach vorne, die sie kriegen konnte. Die Güstrower hingegen brauchten einen Moment, um ihren Rhythmus zu finden, konnten dann aber stets gegenhalten.
Mit einer knappen Führung ging es für den GHV in die Halbzeit. An meiner Seite Daniel, der zweite Vorsitzende. Heute dritte Pokalrunde gegen den TSG Wismar. Aber zunächst mal die Frage, wie lief es bisher in der Liga? Was habt ihr bisher erreichen können? Wo liegt ihr? Wo steht ihr? Also wir sind aktuell auf Tabellenplatz 4. Die Saison läuft, ich sag mal, ziemlich gemischt. Wir sind dennoch nicht unzufrieden. Wir zeigen in den ein oder anderen Spiel unser Potenzial, was wir leisten können. Schaffen es leider nicht, das in jedem Spiel abzurufen. Hatten auch einige verletzungsbedingte Ausfälle immer mal wieder, aber das gehört in einer Saison dazu. Dann nicht so förderlich ist der aktuelle Saisonverlauf vom Spielgeschehen her. Also es sind immer mal wieder 2, 3, 4 Wochen Pause. Es ist natürlich schwierig, dann die Konzentration hochzuhalten zwischen den Spielen. Aber auch das ist keine Ausrede, das trifft alle anderen Vereine genauso. Ja, aber trotzdem sind wir im Großen und Ganzen mit der Leistung, mit der Entwicklung der Mannschaft vor allen Dingen, die jetzt auch das zweite Jahr so zusammen ist, sehr zufrieden. Wie ist die Erwartung? Wo wollt ihr liegen zur Saisonende? Mal so ganz grob. Also wenn es möglich ist, würden wir gerne noch Dritter werden. Aber auch das, wenn wir Vierter bleiben, ist das genauso okay. Konzentrieren uns auch auf den Pokal, versuchen den zu verteidigen als Pokalsieger. Ja. Die nächste Begegnung ist gegen wen in der Liga? Die nächste Begegnung ist gegen Warnemünde zu Hause. Und das letzte Saisonspiel ist dann bei den Greifswaldern Sportfreunden auswärts. Ja, heute gegen Wismar. Erste Halbzeit ist gelaufen. Letztes Spiel gegen Grimm habt ihr knapp mit einem Punkt gewonnen, weiß ich. Und das war so ein Auf und Ab jetzt bisher in der ersten Halbzeit. Ne? Also ihr seid nicht ganz so gut gestartet, aber dann her immer ein Hin und Her. Und jetzt knapp in Führung. Ich denke mal, man kann zufrieden sein, oder? Ja, wir sind jetzt mit einem Tor vorne. Das letzte Spiel im Pokal gegen Grimm haben wir im 7-Meter-Werfen gewonnen. Das muss ich nicht unbedingt heute haben. Das ist, ja, würde mich freuen, wenn wir das vorher über die Bühne kriegen. Aber Wismar zeigt heute auch, was sie leisten kann. Das war uns bewusst. Aber trotzdem bin ich sehr zuversichtlich, dass wir in der zweiten Halbzeit unsere Leistung steigern können und dann als Sieger von der Platte gehen und dann im Final Four einziehen. Und sollten wir das schaffen, werden wir uns auch als Verein bewerben, dass wir das Final Four bei uns in Güstrow ausrichten können. Wir haben es in der Vergangenheit schon gezeigt, dass wir das können, das Final Four auszurichten bei uns. Ja, aber erstmal, wie gesagt, die zweite Halbzeit abwarten und dann schauen wir weiter. Aber prinzipiell seid ihr doch heute von der Mannschaft her gut aufgestellt, wie ich das so gesehen habe, ne? Ja, also wir haben unseren Kader so im Großen und Ganzen vollzählig. 2 sind im Urlaub, 2 sind, konnten nicht mit eingesetzt werden. Also die Trainer konnten aus den Vollen schöpfen. Also wir müssen einfach unser Spiel auf die Platte kriegen und dann gehen wir als Sieger vom Spielfeld. Die zweite Halbzeit startete souverän für die Güstrower und sie schafften es, sich einen kleinen Vorsprung auszubauen. Den ließ die TSG allerdings nicht lange auf sich sitzen und rückte wieder auf. Ein packendes Kopf-an-Kopf-Rennen und die ein oder andere Diskussion auf dem Spielfeld zeigten, dass beide Teams unbedingt gewinnen wollten. Am Ende machten die Güstrower mit 31-29 den Sack zu und holten sich den Heimsieg. Ja, das Spiel ist beendet und erfolgreich mit 2 Toren Differenz. Und Olli Meier steht neben mir, der Torwart. Bist du mit deiner Leistung, der Leistung der Mannschaft zufrieden heute? Ja, erstmal bin ich mit dem Sieg zufrieden, dass wir ins Final Four eingezogen sind. Wir haben ziemlich viele Fehler gemacht und dadurch das Spiel sehr lange offen gehalten, haben es immer wieder verpasst in Phasen, wo wir mit 2, 3, 4 Toren führen, den Sack dann zuzumachen. Aber man muss auch sagen, Wismar hat das überragend gemacht in der Abwehr, haben immer flexibel gespielt, offensiv, mal wieder defensiv, uns immer vor neue Herausforderungen gestellt. Also da bin ich zufrieden, wir haben gewonnen. Auf jeden Fall Glückwunsch für diese Leistung und wie soll es jetzt weitergehen im Pokal? Ja, jetzt ist alles offen, jetzt haben wir das Final Four vor der Brust, wo wir 2 schwere Spiele wahrscheinlich haben. Die anderen Ergebnisse kenne ich noch nicht, aber ich hoffe, dass wir da ein gutes Los ziehen und dann ins Finale einziehen können. Okay, also auch in der Liga? Ja, sind wir gut im Soll. Wir haben jetzt noch 2 sehr, sehr schwere Spiele gegen den Tabellenersten zu Hause und gegen den Tabellendritten auswärts als letztes Spiel. Also ist auch da noch genug schwere Aufgaben bis zum Final Four. Vielen Dank, Olli, und weiterhin viel Erfolg. Ja, danke schön.
Im Final Four am 30. April stehen neben den Güstrowern noch der HC Vorpommern Greifswald, der TSV 1952 Bützow und der SV Warnemünde. Wir drücken den Jungs die Daumen. Ja, dann komme ich auch schon an. Ja, hallo und herzlich willkommen im Hagebaumarkt Güstrow. Mein Name ist Wilfried Minnig und heute will ich mal richtig angeben. Wir haben umgebaut. Wir haben unsere Erdenfläche erweitert. Wer das früher kannte und vor einem Jahr noch, das war so eine Ecke gewesen, wo man nicht wirklich hingefunden hat und wo es ein bisschen enge war. Jetzt haben wir hier Platz. Und zwar so viel Platz, dass wir hier über 70 Paletten Blumenerde, Rindenmulch, Substrate und was weiß ich, der Gärtner noch so braucht haben. Wir haben über 60 Sorten Blumenerde, Rindenmulch, Substrate, Hackschnitzel und die tollsten Sachen überhaupt. Ich heb's mal hoch. Wir haben sogar den Goldstaub des Kleingärtners, nämlich original Zingster Rinderdung. Leute, wer hier nichts findet, findet woanders auch nichts. Vielen Dank, bleibt bei uns oder kommt her. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Herzlich willkommen zu den Nachrichten hier bei uns auf Güstrow TV. In der vergangenen Woche hat der Landkreis beschlossen, dass... Ich glaube, das ist ein Fall für Olaf. Olaf, gut, Hallo. Dass du da bist. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber ich bin jetzt öfter hier. Nee, Olaf, das wusste ich noch nicht, aber das freut mich. Naja, meine Kollegen und ich sind jetzt auch dabei. Aber habt ihr nicht total viel bei euch zu tun? Schau mal, die WGG ist nicht nur ein toller Arbeitgeber und macht Vermietungen und andere Dienstleistungen und auch viele ganz andere Sachen. Wir bilden Azubis aus, helfen der Stadt und den Vereinen vor Ort. Wir machen vieles für unsere Mieter und das wollen wir zeigen. Das finde ich total klasse. Und ich freue mich, dass wir uns dann öfter sehen. Ja, Vorsicht. Oh. Du bist wichtig. Ich bin wichtig. Eine junge Familie braucht mich. Das WC ist zerstört. Ich will dich nicht aufhalten. Tschüss. Olaf, vielen Dank. Willkommen beim Wetter. Heute Abend bleibt es bedeckt bei Temperaturen um die 13 Grad. In der Nacht erwarten wir dann Tiefstwerte von 9 Grad. Am Mittwoch wechseln sich von morgens bis zum Nachmittag Sonne und Wolken ab bei Temperaturen zwischen 9 und 14 Grad. Am Abend gibt es keine Wolken, die Werte liegen bei 8 und 12 Grad und auch die Nacht ist wolkenlos, das Thermometer fällt auf 5 Grad. Am Donnerstag müssen wir immer wieder mit Regenschauern rechnen bei Temperaturen zwischen 6 und 12 Grad. Abends und in der Nacht bleibt es trocken bei Temperaturen um die 6 Grad. Hier geht es weiter mit unserem neuen Format der Sprechstunde mit Steffen Büchner. Im Anschluss eine neue Ausgabe von Mit Charme und Schürze, diesmal zu Gast Leo Höglinger. Willkommen in der Steakwerft. Ich bin Stefan Pistol, euer Fleischermeister und ich zeige euch mal, was es hier alles gibt. Wir haben eine riesen Auswahl an regionalem Fleisch aus Mecklenburg-Vorpommern, alles in Bio-Qualität, aber natürlich darüber hinaus auch Spezialitäten aus der ganzen Welt. Wir haben Iberico-Schwein aus Spanien und wir haben natürlich auch japanisches Wagyu-Steak. Also wir haben für alle was, ob Hobbykoch oder Profigriller und natürlich die passenden Spirituosen, Gewürze und natürlich auch
die richtige Pfanne. Also, komm vorbei.